Hallihallo! Ich möchte euch heute mal wieder ein Buch vorstellen. Und zwar Hourglass, die Stunde der Zeitreisenden von Meera McIntyre aus dem Goldmann Verlag. Und das hat 12,99 € gekostet und über 300 Seiten. Moment, ich kann euch auch gleich sagen, wie viele, wenn ich die letzte Seite finde. 376 Seiten ist halt die broschierte Ausgabe. Ich weiß gar nicht, ob es das auch als gebundenes gibt. Ich glaube nicht. Ja, das Buch habe ich ja vor einem Monat ungefähr gelesen, im Dezember. Anfang Dezember irgendwie so. Aber ich kam nicht dazu, diese Rezension, Buchvorstellung, wie auch immer, früher zu drehen. Deswegen gibt es die jetzt von mir. Ja, wovon handelt es? Es handelt von Emerson Cole, die ja Geister sieht sozusagen. Halt Menschen aus der Vergangenheit. Und sie denkt deswegen natürlich, sie wäre verrückt und hat auch schon einiges deswegen durchgemacht. War auch sogar schon in der Klinik und all so ein Kram. Und aber keiner kann erklären, wovon das Ganze kommt und was man dagegen machen könnte. Und dann lernt sie Michael kennen. Und Michael kommt von der Organisation Hourglass und sagt ihr, dass sie keineswegs verrückt ist und dass es noch andere Menschen gibt, die ähnliche Fähigkeiten haben wie sie. Und dass sie durch ihre Gabe auch in der Zeit reisen kann. So, und wie das dann so ist, verbringen die beiden viel Zeit miteinander und verlieben sich dann auch ineinander. So viel zum Inhalt. Mehr verrate ich euch nicht. Wegen der Zeitreisesache hatte ich anfangs Angst, dass es so ein bisschen wie Rubinrot und so sein könnte. Ist es aber gar nicht. Schon allein vom Stil ist es ganz anders und die Geschichte ist auch total anders. Wenn man dann erstmal angefangen hat zu lesen, merkt man das auch sehr schnell. Und ansonsten erstmal zum Cover finde ich wunderschön. Und da ist nicht nur das Cover schön, das ist auch in drinnen richtig toll gestaltet. Also der Umschlag, blub, einmal so, ne? Und über jedem Kapitelanfang sind dann so ein paar Schmetterlinge. Und ja, das sieht also alles echt hübsch aus. Hinten auch. Da ist dann hier sogar noch eine kleine Stelle aus dem Buch abgedruckt. Und ja, sehr schön gestaltet. Ja, das Buch ist wirklich gut. Hat von mir 4 Sterne bekommen. Es ist klar irgendwo eine Liebesgeschichte, eine sehr aufwühlende Liebesgeschichte, wie ich fand, wo ich zwischendurch so dachte, so, könnt ihr nicht einfach zusammenkommen? Ist das so schwer? Ja, aber es ist trotzdem auch so eine spannende Geschichte. Hat halt neben der Liebesgeschichte auch so eine spannende Handlung, die sich langsam entwickelt und dann am Ende praktisch mit einem großen Knall endet, wo ich dann echt ein bisschen so fassungslos da saß und dachte, wieso kann ich nicht schneller lesen? Wieso funktionieren meine Augen nicht schneller? Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Von daher auch, also ohne die Liebesgeschichte wäre dieses Buch spannend und die Liebesgeschichte ist dann nochmal so dieses i-Tüpfelchen. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Es gibt so einige Wendungen in diesem Buch, die die Spannung halt erhöhen, die ich nicht so unbedingt erwartet hätte. Und das Buch bietet auf jeden Fall Stoff für eine Fortsetzung und die Fortsetzung gibt es ja auch. Allerdings ist die dann nicht mehr aus der Sicht von Emerson geschrieben, wie hier der Teil, sondern aus der Sicht von Caleb, einem anderen Charakter, der hier in dem Buch auftaucht. Was ich persönlich sehr interessant finde, einfach weil Caleb mich sehr fasziniert, sage ich mal. Und ja, ich habe Teil 2 auch schon irgendwo hier im Regal stehen. Werde ich dann demnächst auch lesen. Ja, ansonsten noch zu diesem Buch. Es liest sich wirklich sehr gut. Die Dialoge, vor allem zwischen Emerson und Michael, fand ich teilweise echt witzig und die wirken auch total authentisch und sehr realistisch. Also sie sind zum Beispiel jetzt nicht zu schnulzig, wo man sich so denkt, sowas würde niemand sagen. Und ja, hat mir also auch in dem Sinn gut gefallen. Die Charaktere sind auch sehr interessant. Also besonders fasziniert, habe ich ja schon gesagt, hat mich Caleb, Quatsch, Caleb, doch Caleb, er heißt Caleb, oh Gott. Und Michael war für mich immer so ein bisschen undurchsichtig, was aber einfach passt, weil es Emerson genauso geht. Und so ist es halt auch für den Leser so, dass er so ein bisschen mysteriös ist. Aber leider bleibt er zum Ende hin so. Also ich hätte mir doch so ein bisschen mehr Aufklärung über ihn dann gewünscht zum Ende hin. So bleibt er halt sehr geheimnisvoll, fast ein bisschen zu sehr dann für das Ende des Buchs. Aber okay, was soll's. Ist halt nur so ein kleiner Minuspunkt. Und
Ja, dann ist da noch eine Sache, die mich verwirrt hat. Und zwar ist es so, dass Emersons beste Freundin Lily, die kann auch was, sage ich mal. Aber sie gehört auf jeden Fall nicht zu Hourglass. Und irgendwie ist das mit ihr auch alles nicht so seltsam wie mit Emerson und so. Also ich frage mich jetzt einfach, was genau mit dir ist. Hat sie eine besondere Gabe oder ist das irgendwie doch nichts? Und, ne? Das fand ich so ein bisschen schwierig. Vielleicht klärt sich das in Teil 2, da bin ich schon gespannt drauf, aber da es ja aus Calebs Sicht ist, bezweifle ich das irgendwie. Mal gucken. Ja, also 4 Sterne für dieses Buch. Hat mir sehr gut gefallen. Ist halt so ein bisschen Fantasy, ein bisschen Liebe. Kann ich euch empfehlen. Und ja, mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Buch, weil ich jetzt irgendwas vergessen habe, dann schreibt mir. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt, könnt ihr mir auch schreiben, wie es euch gefallen hat. Und ansonsten hoffe ich, dass ich euch so ein bisschen neugierig auf dieses Buch machen konnte. Und ja, ich glaube, mehr brauche ich echt nicht zu sagen. Ich freue mich auf Band 2 und ja, ich verlinke euch das Buch unten. Dann könnt ihr es euch bei Amazon nochmal angucken. Und das war's von mir dann erstmal. Bis dann.